Guten Tag, wir sind hier live vor der Academy. Wir sind tierisch aufgeregt. Der Chris macht eine Catwalk Academy, genauer gesagt seine Frau. Und Chris unterstützt seine Frau. Chris kann nicht reden, deswegen muss ich die ganze Zeit hier reden. Wie ist das, wenn man nicht mehr reden kann? So, Chris, eine Frage. Warum kopierst du meinen Jackenstil? Flo, was sagst du dazu, dass der Chris meinen Jackenstil kopiert? Hat er doch gar nicht. Hat er gar nicht. Total individuell aus. Wir sind total individuell. Du hast sie gekauft, die habe ich selber gemacht. Wie hast du die selber gemacht? Durch jahrelanges Tragen? Die Paletten hast du selber dran genäht? Nein, ich, alles. Ich bin Waldorfschüler. Ich nähe. Wie lange hat es gebraucht, bis du Paletten annähen? Muss man jede einzeln annähen oder ist das quasi so ein Bett, ein Palettenbett? Nein, ich habe Paletten. Mann, jetzt sprich doch mal vernünftiges Französisch. Pailletten. Pailleton. Nee, das war so eine Pailletten-Hotpants, die ich gekauft habe. Also ich recycle ja nur. Verstehe, du bist... Ich bin ja kein Schneider. Ich bin Musiker, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Seitdem habe ich kein Hobby mehr. Deshalb habe ich angefangen zu nähen. Und kein Beruf. Musiker, was sagen deine Eltern, Musik ist ein Beruf, oder? Seitdem ich damit mein Geld verdiene, ja. Und wie lange hat das gedauert? Also ich bin jetzt 21. Also und mache Musik seit 20 Jahren. Seit eins? Ja. So Leute, und genauso macht ihr das auch. Nehmt euch ein Vorbild an Chris und seiner Frau und ihren, was war es ursprünglich, hast du gesagt, eine Hose? Paletten. Und ihren Euro-Paletten-Hosen.